Yo Leute, was geht? Hier ist leider nicht euer Freaking, sondern ein guter Freund von ihm. Und warum das so ist und warum Freaking hier nicht selber für euch das Video machen kann, das erkläre ich euch in diesem Video. Das Ganze wird so eine Art Real-Life-Story auf die Monte-Art, und damit ihr alles versteht, muss ich aber kurz ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, der Freaking und ich, wir sind schon sehr lange befreundet, wir sind früher mal zusammen BMX gefahren. So, als wir dann ungefähr 14 waren, haben wir angefangen mehr oder weniger Scheiße zu bauen, angefangen bei Netto zu klauen und ein bisschen später dann so mit 15, 16 angefangen Drogen zu verkaufen und zu nehmen, so das volle Programm halt. Letztes Jahr haben wir es dann ein bisschen übertrieben, kann man sagen, und nach einer Straftat, welche räuberische Erpressung genannt wird, über die ich jetzt hier aber nichts sagen werde, weil die Gerichtsverhandlungen noch nicht ganz abgeschlossen sind, wurden alle Jungs, die damit am Start waren, inklusive Freaking und mir, am nächsten Morgen in der Früh von den Bullen geweckt mit einer Lecker-Schmecker-Hausdurchsuchung. Der Freaking wurde dann auch direkt mitgenommen und ist eigentlich seitdem in Untersuchungshaft. Sein Urteil ist jetzt noch nicht ganz eindeutig, aber es wird wohl auf 3 bis 4 Jahre hinauslaufen, welche er insgesamt absitzen muss. Ihr müsst euch vorstellen, Freaking war zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, 16. Heißt, er darf die Zeit, wo alle anderen erwachsen werden oder er auch erwachsen wird, in der Zelle verbringen. Und ihr könnt mir eigentlich erzählen, was ihr wollt. Meiner Meinung nach ist es einfach nicht fair, einen Jugendlichen, egal was er getan hat, wenn er nicht gerade wen umgebracht hat, so lange ins Gefängnis zu stecken. Wenn ihr auch meiner Meinung seid, dass Freaking lieber hier Videos produzieren sollte, anstatt hinter Gittern zu sitzen, dann schreibt doch einfach mal Hashtag FreeKing in die Kommentare. Ja, wenn ihr das Video bisher geschaut habt, nehme ich mal an, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt oder ihr mich einfach nur supporten wollt, schaut doch gerne auf meinem Kanal vorbei und lasst ein Abo da. Würde ich mich auf jeden Fall mega freuen, wenn der ein oder andere aus der Freaking Army mich hier supporten würde. Ich mache Fortnite-Videos und stream eigentlich fast jeden Tag auf Twitch. Beide Kanäle sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das war's mit diesem etwas besonderen Video. Macht's gut. Heide. Ciao.